Das Schönste kommt bekanntlich zum Schluss. Nein, es ist noch nicht, ich sag es jetzt schon einmal, nasse westliche Umzug durch Rammstein, sondern die Kinderfasnacht im Haus des Bürgers. Alle waren gestylt und bereit für einen schönen Nachmittag mit den Rammsteiner Bruchkatzen. Und dann gab es auch schon den obligatorischen Einmarsch in den vollen Saal und alle waren total gespannt, was die Mädels Tolles vorzutanzen haben. Natürlich durfte unsere zauberhafte Prinzessin Sarah die Erste nicht fehlen und präsentierte sich in einem wunderschönen Kleid. Noch schnell alles sauber gefegt und dann ging es auch schon los mit den kleinen Bruchkätzchen. Für drei Bruchkätzchen gab es noch eine Auszeichnung, ehe es mit den süßen Bambinis in Runde 2 ging. Einfach nur putzig die Kleinen, oder was meint ihr? Und weiter ging es mit der Juniorengarde in Runde 3. Auch hier bekamen drei Mädchen eine besondere Auszeichnung und Tanz auf Tanz folgte das Tanzmariechen. Anschließend wurde mal die Mucke aufgedreht und abgetanzt, was das Zeug hielt. Der Höhepunkt des Nachmittags war natürlich der inzwischen sehr beliebte Zeitreisentanz aller Gardegruppen. Ja, ihr Lieben, das war die Kinderfasnacht im HDB. Den Kids hat's gefallen und mir auch. Es folgen natürlich noch einige Rückblenden zur Jubiläumskampagne der Bruchkatz. Und der 66. Westrich Umzug, der wird natürlich auch noch gezeigt. Aschermittwoch, Fastenzeit, klare Ansage, nicht mit Rammstein TV. In diesem Sinne, wer noch Bock hat, darf gerne weiterhin die Bruchkatzen-Tour-Rückblende fleißig verfolgen. Es lohnt sich allemal.